Blasorchester, das Trio Marsoni, wird zur Eröffnung erstmal einige Lieder spielen. Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserer 12. Hobbyausstellung begrüßen. Ich würde mich freuen, wenn anschließend der Hausherr, Herr Ullmann, und unser ehemaliger Bürgermeister, Herr Professor Warnewold, einige Worte noch an uns richtet. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Sammlerinnen und Sammler, liebe Hobbyisten. Heute zum 12. Mal unsere Hobbyausstellung Bürger stellen ihr Hobby vor. Dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist ja hier so, wenn man hier reinkommt, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie ein Familientreffen. Denn viele von Ihnen, die sind also mindestens zum 12. Mal da und andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist irgendwie so, dass wenn ich am Freitagabend die Begrüßung oder am Freitagnachmittag, wenn hier alles aufgebaut wird, die Begrüßung hier sehe, ist es wirklich irgendwo ein Familientreffen. Und das ist eigentlich sehr schön, dass sich das so etabliert hat hier bei uns. Und ich denke mal, nachdem der Termin für 2004 auch schon feststeht, 27. und 28.3., wenn ich da schon mal ein Geheimnis verraten darf, wird es also auch eine 13. oder eine, wer abergläubig ist, eine 12a-Ausstellung geben. Am 6.4. Wiederholt sich oder ist der Tag, wo das Gemeinschaftshaus genau 30 Jahre wird. 30 Jahre Gemeinschaftshaus, in dem Sie sich umschauen. Ein doch schon in die Jahre gekommenes Gebäude, wo wir jetzt die gute Hoffnung haben und die gute Nachricht bekommen haben, dass nun endlich dann auch demnächst Sanierungsarbeiten beginnen sollen. Und zwar dann bis 2007. Inwieweit hier Einschränkungen im Hause sind, das wird sich dann alles zeigen, aber das wird dann auf 4 Jahre gestreckt. Ich darf Sie vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass wir ab Montag hier eine Fotoausstellung vorbereiten, die dann am Donnerstag eröffnet wird. 30 Jahre Gemeinschaftshaus unter dem Titel Menschen machen Möglichkeiten. Das kann man in die Richtung lesen und auch untereinander lesen. Also Menschen, die sind hier im Hause, das sind 250.000 pro Jahr. Das Machen, das passiert auch hier von einigen, die hier heute ausstellen. Sie machen nämlich hier was, sie tun was, sie sind in den Werkstätten, sie konzentrieren sich hier auf ihr Hobby und die Möglichkeiten hier im Hause, die sind sehr vielfältig, von Pop bis Rock und Klassik. Sie wissen, unser Programm kennen Sie sicherlich hier im großen und kleinen Saal. Ja, ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Ausstellung, viele interessierte Besucher. Ja, und dann sage ich erstmal bis morgen bei der Plattenbörse, vielleicht sind Sie auch dabei. Wir haben nämlich morgen auch wieder Live-Musik dabei. Schönen Dank. Lieber Manfred Ziemer, lieber Ullmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnete und Bezirksverordnete, es ist eine Freude, an diesem Samstagmorgen in der Gropiusstadt im Gemeinschaftshaus sein zu können, um die Augen wieder flattern zu lassen, um wundervolle, schöne Sachen zu sehen. So wie uns in diesen Tagen ja auch das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe einfällt, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. So sind es zwar keine Düfte, die hier in diesem Raum sind, sondern Sehenswürdigkeiten, die das Herz
und die Augen erfreut. Und lieber Herr Uhlmann, wenn ich Düfte erwähnt habe, die noch nicht hier sind, vielleicht können Sie in Ihrem Programm auch mal so eine Hobbyküche aufmachen, um dann zu sehen, was die einzelnen Damen und Herren des Bezirkes in ihrer Freizeit für exzellente Spitzenprodukte hier herstellen. Vielleicht kann man mal mit Bewak und Garlack sprechen, um hier ein neues Highlight in die Gropiusstadt und damit für den Bezirk Neukölln zu bekommen. Das also für die Zukunft. Für heute freuen wir uns wieder an den vielen Ständen mit den fantastischen Sachen, die Sie in vielen, vielen Stunden und einige von Ihnen, wie ich gehört habe, können die Stunden zurzeit gar nicht zählen, die Sie in Ihrer Arbeit stecken, um hier diese Meisterwerke zu präsentieren. Es sind alte Hasen dabei, die ich seit 12 Jahren hier bei den Ausstellungen sehe, aber auch neue Damen und Herren, die den Sprung ins kalte Wasser hier dieses Hobbymarktes gewagt haben, um ihre Sachen zu präsentieren. Aber ich freue mich auch, dass diejenigen, die seit 12 Jahren dabei sind, mich immer wieder erfreuen, wenn ich sie sehe und wenn ich sehe, dass einer im Grunde genommen bei einem Eisenbahnwagenzug jetzt benötigt, um seine ganzen Präsente hier auszustellen, unser Herr Knoblauch. Da muss ich sagen, Hut ab, was Sie praktisch Jahr für Jahr hier leisten. Und da Sie so viel haben, sind Sie diesmal ins Museum hier etwas abseits gestellt worden. Aber da Sie ja ein Produkt präsentieren, das mit Lautstärke verbunden ist, geht man davon aus, dass Sie zwar nicht so direkt zu sehen, aber zu hören sein werden, um die Besucher dann auch in das Leben gelassen zu führen. Aber ich freue mich auch jedes Jahr wieder, wenn der Herr Schulz mit seinen Schiffen dort kommt, die er uns hier präsentiert. Das ist eine mühevolle Aufgabe und ich wünsche ihm noch viele Jahre eine ruhige Hand und eine gute Gesundheit, dass die Flotte verstärkt werden kann. Und das Ganze muss natürlich dann auch im Film festgehalten werden und da bin ich immer nur erstaunt, wie viele Objekte jedes Jahr der Herr Münch neu hier zuliefert und seine Ausstellung von Jahr zu Jahr größer wird. Aber auch die Sachen, die wir täglich benötigen und die ja etwas aus der Rolle fallen, weil man die so in Kaufhäusern nicht zu kaufen bekommt, wie zum Beispiel hier diese Websachen, das ist schon schön, wenn man das sieht. Und das ein oder andere Stück hätte man dann gerne. Und wenn ich hier sehe, dass im Rahmen der Brustzeit auch die Farbe Lila hier auf dem Tisch steht, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht im nächsten Jahr für mich auch eine Stola dabei ist, die ich dann zum Gottesdienst übertragen kann. Also mal sehen, was im nächsten Jahr noch auf uns zukommt. Liebevoll fand ich es auch unten im Parterre, eine Dame, die im letzten Jahr nicht dabei war, aber die in diesem Jahr dabei ist und die liebevoll eine Frühstückstasse hergestellt hat mit wunderschönen Sprüchen, die die Damenwelt bestimmt erfreuen wird, aber auch die Männerwelt, wo draufsteht, mein Schatz, einen herzlichen guten Morgen, ich liebe dich. Wenn man so eine Tasse zum Frühstück schon serviert bekommt, ich glaube, dann ist der Tag gelaufen, dann kann das nur ein schöner Tag werden, ein schönes Wochenende, so wie wir es auch hier in diesem Jahr wieder im Gemeinschaftshaus erleben dürfen. Zum Schluss sei mir noch vergönnt, eine Gratulation auszusprechen. Der Herr Ziemer hat eben erwähnt und der Herr Uhlmann auch, es ist die 12. Hobbyausstellung, aber im Rahmen der Ausstellung des Udo Heimatvereins ist es die 40. Und die Zahl 40 ist in dieser Woche etwas Besonderes, denn unser lieber Freund Manfred Ziemer konnte in dieser Woche sein 40-jähriges Arbeitsjubiläum begehen, zu dem ich an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch ausspreche und alles Gute wünsche. Ja, Sie sehen, trotz eines Berufs, der sehr stressig ist, der viel Zeit kostet, kann man das Hobby pflegen, aber auch das Ehrenamt, denn beides steht für mich praktisch nebeneinander in Ergänzung. Auch das Ehrenamt werden wir irgendwann mal hier zu würdigen wissen, nicht Herr Uhlmann? Auch dort gibt es ja Möglichkeiten, dieses zu präsentieren, das werden wir auch machen. Aber heute eben sind die Hobbysammler, die Hobby-Freizeitaktivisten an der Reihe, um ihre Produkte herzustellen. Ich darf mich bedanken, dass Sie so zahlreich wieder erschienen sind. Ich wünsche Ihnen für diese beiden Tage alles Gute und dass Sie vielleicht neue Kolleginnen und Kollegen finden, die sich Ihrem Hobby hier anschließen und im nächsten Jahr uns dann etwas anderes präsentieren, so wie es unten auch derjenige ist, der jedes Mal die Geschichtsfiguren dort herstellt. In diesem Jahr hat er sich mit Napoleon beschäftigt. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr auf uns zukommen wird. Auch die Hohenzollern lassen wieder mal grüßen an dieser Stelle. Also, viel Spaß bei Ihrer Arbeit, bei Ihrem Hobby. Alles Gute, viel Erfolg
und man sieht sich dann im nächsten Jahr, ich bin nicht abergläubig, zur 13. Ausstellung. Damit ist die 12. Ausstellung im Jahre 2003 hiermit eröffnet. Im Juli der Heimatstadt AD. Heute
Manche, genau wie ein armer Kuli, ein Loch im Portemonnaie. Soll man darüber verzweifelt sein? Kinder, Berliner Luft ist auch ganz fein. Und hat man bei Mutter noch irgendwas zu futtern?
einen Kaktus da draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Holleri, holleri, hollero. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner Kaktus sticht, sticht, sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Holleri, holleri, hollero. Sperling blüht, Duft aus Blütenkelchen, in einen Mann verliebt, weiß bloß nicht in welchen, ob er getagt ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heut Abend, dann such ich mir was aus, einen Mann. Einen richtigen Mann, Kinder, die Jungs gehen wir schon zum Eisen raus. Einen Mann, einen richtigen Mann, einen Mann, dem das Herz noch in Liebe glüht, einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Und seinen Mann, der noch küssen will und kann, einen Mann, einen richtigen Mann. Männer gibt es gut und dick, groß und klein und kräftig, andere wieder schön und schick, schüchtern, aber heftig. Wie er aussieht, mir egal, irgendeinen Duft liebt. Kinder, ein Abend, das such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs, denk mal schon zum Eisen aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herz noch in Liebe glüht. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Kurz, einen Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann. Ich kleide mich stets nach neuester Fasson, beweg mich im Salon. Ich erfinde neue Moden, was ich trage, das ist schick. Man sieht's am ersten Blick. Ich hab sogar im Schuh ein Monogramm, im Hut ein Radio. Von den Strümpfen angefangen bis hinauf die Frisur, trag ich das neueste. Tja, sehen Sie, das ist mein Geschäft, das bringt heute noch was ein. Jede Arme kann das nicht, es muss verstanden sein. Sehen Sie, das ist mein Geschäft, das bringt heute noch was ein. Jede Arme kann das nicht, es muss verstanden sein. Damen von Berlin, ich kenne auch die von Wien. Ich studierte auch mit Reisenden von London und Paris im Gigerparadies. Ich sah viel Gigern auch am Lieberstrand, sah alle und ich fand, dass ich alle übertreffe, denn bei mir ist das vereint, was einzeln sonst erscheint. Tja, sehen Sie, das ist mein Geschäft, das bringt heute noch was ein. Jede Arme kann das nicht, es muss verstanden sein. Pauline, sehen Sie, das ist mein Geschäft, das bringt heute noch was ein. Jede Arme kann das nicht, es muss verstanden sein. Tja. Schiff willkommen,
schon war nur der Bossa Nova. Was kann ich dafür? Schon war nur der Bossa Nova. Bitte glaube mir, denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schon war nur der Bossa Nova ihre Schuld daran. War sehr unentscheidend, no, der Bossa Nova, oder war's der Wald, no, der Bossa Nova, kann das wirklich sein, ja, der Bossa Nova, war schuld daran, schuld war nur der Bossa Nova, was kann ich dafür, schuld war nur der Bossa Nova, bitte glaube mir, denn wenn einer Bossa Nova tanzen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schuld war nur der Bossa Nova, er war schuld daran. Nun fuck ich schon immer nach dem Tango Geiger hin, er kommt direkt aus Argentinien. Ich sehe ja gar nicht mehr, wer sonst noch ist im Saal, er hat so wunderschöne Linien. Der Junge wirkt auf mich so spanisch, aus anderen mach ich mir fastianisch. So guck ich immer nach dem Tango weiter hin, mehr genau nach meinem Sinn. Eine Nacht in Monte Carlo, möchte ich wandern und erräumen mit dir. Siehst du vor allem den Himmel nicht, siehst du den Himmel von mir. Eine Nacht in Monte Carlo, möchte ich lernen und erfahren, wie schön es ist, wenn man einen küsst, den man liebt. Ich vermute mal, dass ich mich jetzt hier beinahe im Zinnfigurenkabinett befinde. Was? Denn sie zeigen alles aus Zinn, ja. Und in welcher Form? Das sind Flachfiguren, teilweise Vitrinenfiguren, das sind die großen, also mit 80 mm, aber meistens die kleinen Figuren. Die Standardfiguren sind 30 mm Flachfiguren. Also ist das Übliche, was jetzt zurzeit ist. Man kann auch vollplastische haben, gibt es auch. 54, 80 und 90 mm, aber die habe ich hier nicht mit. Ich habe hier nur Flachfiguren sozusagen in Schaubildern und in Dioramen verarbeitet. Ja, und Karl, das ist interessant, denn dieses Diorama suggestiert einen Raum, eine Fläche, eine Größe. Ich sehe hier diese, sind Soldaten, vermute ich mal, ja? Das sind Soldaten, ja. Das sind englische Soldaten. Von den Greyhounds, das ist das Originalgemälde, hinten am Hintergrund und vorne ist dann das, was ich nachgemalt habe. Also die Zinnfiguren sind gekauft, ich habe sie gewaschen, gesäubert und entgratet, vorgrundiert und dann mit Ölfarbe bemalt. Und vorne flüchtet die Gans? Das ist ein Zusatz von mir persönlich, damit es nicht so, es soll ein bisschen lustig mit sein, kleiner Effekt mit. Dann sehe ich nebenan Rotköpfchen, den bösen Wolf. Nein. Nein? Nein. Das ist von Bruegel.
Und zwar auch ein Ölgemälde, das so nachgemacht. Ja. Und zwar der Stier und der Bauer. Also da müssen Sie mir verzeihen, jetzt wo ich das am Nahen sehe, dann ist das vollkommen klar. Der Stier flüchtet, der Stier hat noch seine rote Jacke da. Ja, ist natürlich ein Zeichen, dass diese Teile hier, die Sie einbauen, doch relativ klein sind. Ja. Und weil sie so klein sind, vermute ich mal, geben Sie auch diese Suggestion der Größe. Ja, ich muss natürlich die Hintergrund der Figuren mir anpassen. Ja? Ich kann ja nicht irgendwie, es muss ja irgendwie eine Gestaltung, dass die Figuren in die Landschaft hineinpassen. Ja? Dass man das richtig macht, das Größenverhältnis schafft. Ist aber nicht das Einzige, was Sie machen. Hier ist ein interessantes... Das sind zwei Holzrahmen in der Glas. Und zwar ist das eine Zinnfigur. Um die Zinnfigur zu betonen, habe ich die nur in Glas gemacht. Und zwar zwei Bilderrahmen, die zusammengesteckt. Und die Figur auf einer Glasschiene. Mhm. Also kann man sie von beiden Seiten sehen. Es gibt noch andere Figuren, Winterlandschaften und gleichzeitig auf der anderen Seite Sommerlandschaften. Die kann man dann auch von beiden Seiten, im Winter so und im Sommer so hinstellen. Das Spinnrad dreht sich. Das Spinnrad ist ein sehr, sehr altes Gerät. Nicht nur dieses hier, sondern das Spinnen ist überhaupt eine alte Möglichkeit, Kleidung herzustellen oder auch andere Sachen. Ja. Und heute sieht man das so wenig und deswegen finde ich das so spannend, wenn Kinder kommen, was machst du denn da? Und das macht denen so einen Spaß, auf den Finger zu schauen und zu sehen, wie aus einem Knäuel flauschiger Wolle ein Faden entsteht. Und das ist eben wichtig, dass so alte, traditionsbehaftete Arbeiten einfach auch erhalten werden. Sonst wissen die Kinder heute später gar nicht mehr, dass wie sowas alles funktioniert und deswegen zeige ich das den Leuten hier. Also Sie machen das hauptsächlich für erzieherische Zwecke, um den Kindern das nahezubringen? Jawohl. Denn das ist ja, weil heute ist ja die Ansicht, Milch kommt nicht von der Kuh, sondern aus dem Laden und so ähnlich ist das mit der Wolle auch und deswegen ist das einfach wichtig, dass Kinder heute mal auf die Finger schauen können und gerade die Kinder sind oft die, die dann auch ganz dicht rankommen und genauer hinschauen und dann auch sagen, der Faden ist aber hier dicker. Die gucken sehr genau hin, was man macht. Und das macht es mit Kindern auch schön. Ja, Tatsache, ja. Also sie sind sehr kritisch. Ja, na kritisch gucken sehr genau. Gucken sehr genau. Oder das ist mehr Wolle geworden. Kommen dann nach einer Weile zurück, das ist immer viel mehr Wolle geworden. Und das ist eben das Schöne mit den Kindern, dass sie dann eben da gucken können. Wenn Sie jetzt hier so einen Knäuel verarbeiten, ich sehe, dass Sie das auseinanderziehen, fast bis nur noch einzelne Fäden vorhanden sind und dann praktisch durchs Rad geben auf die Spindel. Nee, Spindel nicht, aber durch die Drehbewegung, die das Spinnrad macht, wird aus der flauschigen Wolle eben der Faden. Und der Faden, der löst sich nicht auf? Nein. Wenn man aber das verarbeiten will, muss man zwei Fäden zusammenarbeiten. Und dann hat man, wenn man hier diese, das hier sieht man, das sind zwei Fäden zusammengedreht. Und dann ist es so stabil, dass man da gut Sachen draus stricken kann, Strümpfe und so weiter. Aber es müssen eben zwei Fäden sein, weil ein Faden ist nicht stabil genug. Also relativ reißfest. Relativ reißfest, ja. Gibt es ja auch andere Seile, wenn ich das mal so ganz profan sagen darf, andere Seile, die industriell hergestellt werden, die mit einer gewissen Belastungsfähigkeit bedacht sind, die der Industrie dienen, meinetwegen um als Zurgurt-Herstellung und so weiter. Und im Grunde genommen ist es ja auch nichts anderes. Ja, aber Wolle würde man da nicht nehmen. Da hat man Hanf genommen und Hanfseile sind ja wieder groß im Kommen, weil das ist auch eine sehr haltbare Faser. Und da gibt es jetzt verschiedene Hanf und da ist einer eben bei dir, wo man Fasern draus gewinnen kann und die kann man dann auch maschinell verspinnen und daraus werden dann Seile hergestellt. Und das ist ein ganz super Material, sehr haltbar. Eben auch ein Pflanzenmaterial, also auch ein, was man jetzt theoretisch hier auch spinnen könnte, aber ist zu kratzig dafür, als dass man denn das, da macht man nur Seile draus.
dieses Jahr haben sie wirklich mal was anderes. Dieses Jahr sehe ich hier einen Minicomputer, also einen Laptop und einen Drucker und ein paar fertige Bilder. Ja, im letzten Jahr kündigte ich ja an, dass ich das Konzept meines Standes etwas umstrukturieren wollte. Die alleinige Präsentation von Fotoapparaten erschien mir auf die Dauer ein bisschen flach. Mein Stand nennt sich jetzt interaktiv. Sie können sich also von mir fotografieren lassen. Wir werden das Bild mit einer Digitalkamera aufnehmen, über einen Laptop bearbeiten und gleich ausdrucken. Das hat den großen Vorteil, man hat das Bild sofort da, ist wesentlich größer und besser als ein Polaroid-Bild und der technische Fortschritt ist einfach nicht aufzuhalten. Man muss mit der Zeit gehen, auch im fotografischen Bereich. Wenn ich mir das Bild ansehe, was ich auf dem Laptop sehe, ist das, astrein. Astrein heißt erste Qualität. Ja, kann man so sagen. Wenn die Auflösung hoch genug ist, dann ist das Bild auch wirklich in einer Schärfe auf dem Monitor zu sehen, die also wirklich ausreichend ist. Nicht nur ausreichend, also wenn Sie sich die auch selbst betrachten, die Farben sind schön klar, brillant und hell. Die Digitalkameras haben auch den großen Vorteil, dass sie lichtempfindlicher sind, lichtstärker sind. Man kann also schon noch bei etwas, dubiosen Lichtverhältnissen noch ganz gute Ergebnisse erzielen. Also das heißt, dass Sie auch im fast Dunkeln fotografieren können, also im Dämmerlicht und das Dämmerlicht nicht von irgendeiner Beleuchtung noch aufgehellt werden muss. Naja, im ganz schlimmen Fall kann man bei Kerzenlicht sogar noch damit fotografieren und die Ergebnisse sind also noch akzeptabel. Was man schon bei den herkömmlichen Fotoapparaten da an die Grenzen stößt, wo man auch mit hochlichtempfindlichen Filmen nicht mehr so ganz klarkommt, da ist die Digitalfotografie doch einen Schritt weiter. Gerade wenn man jetzt diesen Bereich der Lichtempfindlichkeit nimmt. Die Geräte, die Sie hier benutzen, ich hatte vorhin einige genannt, aber ich möchte mal gern nochmal den Fotoapparat ansprechen. Es ist ja im Grunde genommen ein Fotoapparat, obwohl es ja ein Computer ist. Ja? Also ein kleiner Minicomputer, der die Bilder umsetzt, aber das erzählen Sie mal lieber selber. Naja, der Fotoapparat als solcher ist ja in der Grundkonstruktion erhalten geblieben. Wir haben also eine Linse, wir haben Verschlüsse, die altherkömmlichen Attribute eines Fotoapparates sind erhalten geblieben. Nur das Speichermedium hat sich grundsätzlich geändert. Wir belichten keinen Film, sondern wir speichern Daten auf unterschiedlichen Chips. Ob das Smart Media ist oder Compact Flash oder ob es eine Minidisc ist, das spielt gar keine Rolle. Und diese Medien können direkt in den Computer eingelesen werden. Man kann die Kamera auch direkt anschließen und über USB-Kabel dann die Bilder runterladen. Also der herkömmliche Film ist durch einen kleinen Chip abgelöst worden. Das heißt, dass jeder normale Bürger jetzt also praktisch Fotograf sein kann und wenn er so ein bisschen was vom Computer versteht und sich seine Bilder selber machen kann und die auch in der von ihm gewünschten Form nachher ausdruckt. Naja, das muss man mit Einschränkungen sagen. Man braucht ja dazu ein umfangreiches Equipment. Nicht? Man kann nicht in den Fotoladen gehen, sich eine Kamera kaufen und sagen, ja, die brauche ich oder die möchte ich gerne haben. Und der Fotohändler schwatzt jemandem eine Kamera auf, die dann nachher völlig überzüchtet ist. Er braucht also das Umfeld, um nachher zu dem fertigen Bild zu gelangen. Diese Kosten liegen bei weitem über dem eines normalen Fotoapparates. Und wenn man es umrechnet und hochrechnet, kann man mehrere tausend Filme letztlich belichten, um dann auf die Kosten zu kommen, die das gesamte Equipment dann an Aufwand gekostet hat. Ja, aber da ist ein Punkt meines Ermessens nach zu beachten, der ja nicht ganz von ohne ist. Denn der Film, das Bild, bleibt zu Hause in den eigenen vier Wänden und kann in der gewünschten Form eben fotografiert werden und ein Dritter hat keinen Zugriff. Ja, sicher, das stimmt schon. Man kann alles in Eigenarbeit herstellen. Allerdings muss man immer wieder noch sagen, es gehört auch ein
gutes Stück Kenntnis dazu. Man kann nicht einfach auch in den Laden gehen und sich einen Computer kaufen. Man muss schon die Grundbegriffe mindestens kennen, obwohl die Programme, sagen wir mal, sich selbst erklären und auch ziemlich einfach manchmal sind. Manche Programme sind sehr komplex oder sie sind unübersichtlich in der Menüführung. Also man muss schon bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Man kann nicht einfach das so anfangen und sagen, so jetzt mache ich es so wie Seilspringen. Das klappt an der Stelle nicht. Und der Kostenfaktor ist noch zu berücksichtigen. Wenn Sie überlegen, eine DIN A4-Seite auf einem Glossy-Hochglanzpapier mit allen Kosten drumherum, bringt sie etwa so auf 2 Euro. Das ist ein Stück Geld, wenn man überlegt, dass man für 9 Cent in den Supermärkten einen Abzug für 10 mal 13 oder so bekommt, da ist natürlich die Liebe dann zum Medium erforderlich, nicht? Also man darf das alles nicht unter dem großen Kostenfaktor sehen. Herr Münch, ich habe den Eindruck, dass Ihre Apparate etwas größer geworden sind. Irre ich mich da? Nein, überhaupt nicht, weil in den letzten Jahren hatte ich ein 120mm Objektiv mit bei. Und ja, hier stehen zwar noch etwas kleinere Objektive rum, aber der große 12 Zoller mit 30 cm Spiegeldurchmesser ist jetzt mein Schlachtschiff. Das ist Flaggschiff, das heißt, damit können Sie doch relativ weit gucken? Die Reise in die Vergangenheit wird immer weiter. Das heißt also, das Licht, was dieses Objektiv oder dieser Spiegel einsammelt, ist weitaus älter, als vorher die anderen Geräte überhaupt vom Leistungspotenzial in der Lage waren. Können Sie da Zahlen sagen? Na, der Grenzwert bewegt sich jetzt so etwa bei 12 bis 13 Milliarden Lichtjahren, die ich in die Vergangenheit zurückgeben kann. Entschuldigung, ich hatte eben gehört, 12 bis 13 Milliarden Lichtjahre. Ja, das ist völlig korrekt. Ja, das ist ja an sich sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, was ein Lichtjahr für Geschwindigkeit darstellt in Kilometern. Und wenn man das dann in Milliarden umrechnet und dann letzten Endes feststellt, wie weit das alles entfernt ist. Naja, ein Lichtjahr sind 9,6 Billionen Kilometer und wenn man das jetzt mal 13 Milliarden rechnet, dann ist es eine unaussprechliche Zahl geworden. Ne? Also für den normalen Menschen schon nicht mehr fassbar? Nein, überhaupt nicht. Also die Objekte sind auch so lichtschwach, dass man sie also mit bloßem Auge überhaupt nicht mehr sehen kann und so weit weg sind, dass man also größtenteils nur noch unter sehr günstigen Himmelsbedingungen auch noch dann mit technischen Hilfsmitteln, sprich digitaler Fotografie und sehr lichtempfindlichen Kameras vielleicht noch einige Details erahnen kann. Nun ist ja Berlin an für sich relativ hell, die Skyline, der Horizont. Ja. Und das erlaubt ja nicht immer so den Blick in die Sterne, wie Sie es gerne möchten. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Deswegen gehen die Geräte auch in jeder klaren Nacht auf eine 50 Kilometer entfernte Reise. Wir fahren da runter, die B96 nach Baruth, da ist der Himmel schön dunkel. Da haben wir kaum Streulicht. Berlin ist durch einige Erhebungen recht gut abgeschattet. Und da macht der Himmel dann richtig Spaß. Und im Sommer, wenn die Milchstraße sich einmal quer über den Himmel zieht, das ist dann schon ein schöner Anblick, auch selbst fürs bloße Auge schon. Jetzt, ich habe immer noch die Milliarden von Lichtjahren im Ohr. Und es gibt ja Sternformationen, die sich neu bilden oder auch erlöschen. Können Sie das damit beobachten? Das ist kein Problem. Beliebtestes Objekt eigentlich bei den Amateuren ist so der klassische Orionnebel im Winter hin, wo er dann seine Dominanz hat. Das ist ein typisches Sternentstehungsgebiet. Da sind die Sterne etwa so, naja, was man so sieht, jetzt im Alter 1600 Jahre zurückgerechnet in dem Entstehungsstadium und bringen diesen Nebel zum Leuchten. Aber es sind halt noch sehr, sehr junge Sterne, die noch in der Entwicklungsphase sind und wirklich die Kinderstube der Sternentstehung zu sehen ist. Jetzt muss ich mal resümieren und muss mal die Frage stellen, zurückrechnen, Vergangenheit. Quasi das, was Sie sehen auf der Linse, wenn Sie durchgucken oder auf dem Monitor, das existiert ja theoretisch gar nicht mehr. Ist das richtig? Das weiß man so in der Art und Weise nicht. Jedenfalls so, wie ich es heute Nacht sehen würde, wird es mit Sicherheit nicht mehr aussehen. Das könnte man dann speziell im Fall Orionnebel dann wieder in 1600 Jahren die Frage beantworten. Aber wenn ich mir überlege, das Licht des Mondes braucht schon eine Sekunde etwa, bis es hier auf der Erde ankommt. Das Sonnenlicht, was wir jetzt sehen, ist 8,5 Minuten alt. Bei den Planeten geht es in den Stunden und dann immer mehr nachher in die Jahre rein bei den Sternen. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, da irgendwas an Veränderungen festzustellen und nachvollziehen zu können. So alt wird leider kein Mensch. Einmal das und zweitens mal ist es ja
wie ich vorhin schon sagte, außerhalb der Vorstellungskraft. Außerhalb der Vorstellungskraft, weil wir nicht so weit denken können. Das kommt noch dazu, ja. Also ich selber sehe zwar immer wieder die Schönheiten in den Tiefen des Alls, aber so direkt die mir jetzt vorzustellen, wie es jetzt da nun zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, wie die Entwicklung in den letzten Millionen oder Milliarden Jahren gewesen ist, ist einfach nicht vorstellbar. Ja, Sie hatten jetzt angesprochen, dass Sie die Schönheit der Sterne sich ansehen oder genießen. Ja, und da liegt ja wohl der Hauptfaktor drin, weshalb Sie das überhaupt machen. Ja, ist völlig richtig. Also die Faszination des selber Sehens ist einfach immer noch so da, wie vor etlichen Jahren, als ich mit dem Hobby angefangen habe. Und ich freue mich auch immer jedes Mal, wie zum Beispiel letzte Woche waren wir draußen in Baruth und hatten den Planeten Jupiter beobachtet und so im Anfang der zweiten Nachthälfte zog ein Mond über, oder der Schatten eines Mondes über die Wolkenoberfläche des Planeten. Und es ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, sowas zu sehen. Dass man also wirklich in dem Sinne Zeit versetzt, wenn man so will, live dabei ist. Also bei Planeten jedenfalls in dem Sinne, ne? Live dabei. Obwohl ja nun der Zeitunterschied zwischen dem tatsächlichen Geschehen bis zu dem hier antreffenden Licht ungefähr 5,5 Stunden beträgt. Wir waren eben beim Astronomen. Und ein wenig Astronomie betreiben Sie ja hier auch. Wenn ich hier die Aufnäher oder Bildchen sehe der Sternzeichen? Ja, Sternzeichen in Porzellan gegossen und dann Airbrush und dann mit kleinen Steinen versehen, sodass man also das Sternbild, was am Himmel abends zu sehen ist, auf diesem kleinen Bildchen also auch wiederfindet. Das ist aber nur eine Ihrer Dinge, die Sie tun. Sie sind gerade dabei, eine Puppe oder ein... Eine 3D-Karte. 3D-Karten, ja. Zu jedem Anlass. Hier ist eine zur Hochzeit und hier mache ich gerade eine fertig zum Geburtstag. Das sind 3D-Karten, die werden in mehreren Schichten ausgearbeitet, mit einem Skalpell ausgeschnitten, dann auf den Karten aufgebracht und mit Schmucketiketten dann hinterlegt, sodass es also im Gesamten ein schönes Bild ergibt. Es ist ja die gleiche Tätigkeit, die der Schildermaler macht, wenn er Fahrzeuge beschriftet, im Grunde genommen. Denn sie schneiden aus mit einem Spezialmesser, was sehr scharf ist und was ihnen die gewünschte Genauigkeit bringt. Allerdings ist das Auge wohl entscheidend, oder? Ja, man muss sehr gute Augen haben bei dieser Arbeit, aber es gibt auch nicht so filigrane Bilder, die man dann auch bearbeiten kann. Und da kann eigentlich jeder Freude dran finden, an diesen kleinen Sachen, die man hier erstellen kann, also diese kleinen Karten. Und ja, ich habe jetzt mir etwas Komplizierteres vorgenommen, etwas Filigranes, weil es auch Spaß macht eben halt. Zwei kleine Püppis sitzen bei Ihnen, nein, sie stehen bei Ihnen hier. Eine sitzt auf dem Stuhl, eine steht und guckt sich die Leute an. Sie sind vermutlicherweise von Ihnen eingekleidet, gekleidet worden, ist das richtig? Ja, weil ich habe vorher nur für Erwachsene gestrickt. Und dann kam irgendwann mal eine Dame und hat gesagt, sie möchte gerne für ihre Teddybär-Sammlung gestrickte Sachen haben. Ja, und so bin ich drauf gekommen, dann eben für Puppen und Teddybären zu stricken. Und vor allem wird es dann auch immer schneller fertig, als wenn man dann irgendwie was Großes macht. Ne? Also man sieht das Resultat schneller. Richtig, richtig. Aber Sie sagten, dass Sie auch Teddybären anziehen. Also ist quasi nicht nur meine Teddybär-Sammlung so ausgerichtet, sondern... Andere möchten es auch. Ja, also ich bin der Meinung, es waren also sehr viele, die auch Teddybären, bloß ich habe eben kein Teddybär-Modell da, weil man, es ist schwierig immer das Passende auch zu finden, weil man muss ja auch die Proportionen. Nun haben die Tierchen oder auch die Puppen ja keine Konfektionsgröße, das heißt, sie müssen da ein bisschen variieren. Nein, das stimmt nicht ganz. Da gibt es also richtige Hefte, wo auch nach Größe geht. Zum Beispiel eine Baby Born hat 45 bis 49 cm und die jetzt da drauf steht, ist zum Beispiel eine 25. Also die haben auch schon in dem Sinne Konfektionsgrößen. Also das heißt, dass Sie sich da schon ein wenig nachrichten können? Ja. Es ist zwar, man versucht immer jedes Modell irgendwie ein bisschen anders zu variieren oder mal den Ausschnitt eben länger zu machen, größer zu machen, als da drinnen steht im Heft, aber sonst halte ich mich, wenn es geht, so einigermaßen nach den... Sie stricken nur, ja, oder häkeln?
Ich häkel auch, aber das ist meistens dann eben nur Topflappen oder so eine Bettdecken. In erster Linie also Stricken? Ja. Welches Material verwenden Sie? Wir haben also hier Keramik. Das handelt sich um Flüssigton, die in Form gegossen werden, in Gipsform. Es wird entformt und bei 1030 Grad werden dann dieser Flüssigton gebrannt, der zu Keramik wird. Wetterfest, richtig hart, stabil. Also das heißt im Ofen gebrannt? Richtig im Ofen gebrannt, richtig, ja. Und dieses Material, was Sie hier darstellen, ist dann in diesem Fall Hähne? Ich habe hier so einen Hahn- und Hennenkranz, passt ja jetzt schön zur Osterzeit. Hier wollte ich eigentlich auch mal ein bisschen darstellen, unterschiedliche Techniken. Die Technik, die ich hier gerade bearbeite, nennt sich Holztechnik. Können Sie zum Beispiel hier an einigen Artikeln sehen, die ich hier so habe. Ist auf Ölbasis zu arbeiten. Hier der Kranz ist zum Beispiel nochmals gebrannt, also nicht nur im Eingang, sondern hier wird nochmal mit einer Glasur gearbeitet, nochmal bei 1030 Grad gebrannt und dann wird es so glänzend. Und diese Technik hier ist auf einer Acrylbasis, Acrylfarben und gebrascht, so dass man hier, ist eine schöne Technik, um hier die Strukturen schön rauszubringen. Sie sagten eingangs, das sind keramische Stoffe, ja? Ja, richtig, ist Keramik, richtig hochwertige Keramik. Das heißt, da sind auch porzellanähnliche Dinge oder irre ich mich da? Sicher. Porzellan ist natürlich noch viel, viel feiner und edler vom Material her, aber Keramik kennen ja sicherlich auch Keramikgebrauchsgeschirr. Können wir ganz normal benutzen, ist also schon ein höherwertiges Material. Es sind natürlich einige Sachen, die faszinieren, denn ich denke mal an diesen Apfel oder sonstiges, was da steht. Das ist wie ein, also könnte ein Ball sein, der, ja, so das andere da. Kugel ausgeschnitten, ist jetzt auch, die war hier geschlossen, die haben wir mal ein bisschen aufgeschnitten, haben die eben so bemalt, dass hier eben Häuser zu sehen sind. Schönes Teelicht rein, macht sich immer ganz nett. Die Schnecke hatten Sie eben auch erwähnt, die dürfte doch einige Arbeit bringen. Normalerweise, also sind ja Formen, hier in dem Fall sind das schon vorgefertigte Formen. Wir haben bloß noch so ein paar Sachen eben da uns ausgedacht, haben die mit einem Sternchenausstecher, haben hier Löcher reingebracht, um da hier auch ein Teelicht runterzubringen, um ein bisschen Stimmungslicht zu machen. Kann Ihnen hier zum Beispiel zeigen, das sind handmodellierte Sachen, auch mit Ton. Mit Ton wird dann auch gebrannt und glasiert. Die sind hier richtig per Hand gearbeitet. Diese kleinen Klauen haben wir also selber mit der Hand gemacht. Oder wir haben hier so ein Igelchen, da sind die Gesichter und die Hände eben auch selber gemacht. Also wir töpfern auch Sachen selber. Ich muss mal darauf eingehen, was Sie hier machen. Das ist ja eines der ältesten Handwerke überhaupt. Denn Weben war ja zu jeder Zeit notwendig. Erst wurden Pilze verarbeitet von Tieren und später hatte man sich dann aber überlegt, auch einfachere Sachen zu machen. Das heißt, so einfach fand ich gar nicht, denn der Weber war ein sehr, sehr schwerer Beruf. Das ist es heute auch noch, denn leben kann man leider nicht mehr davon. Aber es ist ein Handwerksberuf, den man also zurzeit 4 Jahre lernen muss, ja. Richtig. Und Sie haben auch gelernt, ja? Ich bin dabei zu lernen. Ich bin dabei zu lernen und ich hoffe, dass ich in 2 Jahren meine Gesellenprüfung machen kann. Das ist schön, ja. Dann ich vermute mal, dass Sie nicht mehr ganz so jung sind und wenn Sie da einen Beruf nochmal neu lernen, ist das schon eine sehr interessante Angelegenheit. Stimmt, ich bin nicht mehr ganz so jung, ich verrate Ihnen aber nicht, wie alt. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Ich möchte Ihnen jetzt ein charmantes Kompliment machen. Sie sind Anfang 30. Dankeschön, ich nehme es gerne an. Ja, 4 Jahre muss man, wie gesagt, lernen. Da gibt es eine Schule im Wendland, da fahre ich 4-mal im Jahr hin, für jeweils eine Woche. Und ja, dann kann man seinen Gesellen machen und hoffentlich davon leben. Sie haben auch... Na, sagen wir mal so, Leidensgenossen, wenn ich das mal so sagen darf, weil Sie ja sagten, dass dies ein doch schwerer Beruf ist, der handwerkliches Können erfordert und der auch Konzentration erfordert. Sie haben da Leidensgenossen, die mit Ihnen auch, na, sagen wir mal, das Handwerk mitmachen? Wir sind in der Klasse, wo ich bin, sind also 9 Frauen.
Es ist insofern sehr schwer, als die handgewebten Produkte eben heute schwer abzusetzen sind. Und ich weiß, dass viele Weberinnen, die schon fertig sind, zurzeit auch in Berlin leider aufgeben. Das heißt also, dass in diesem Fall dann wenig Möglichkeiten gibt, eben zu verkaufen, so wie sie sich eben dargestellt haben. So ist es, ja. Weil das einfach zu teuer ist. Und ein Schal dauert in der Anfertigung etwa 6 bis 8 Stunden. Und wenn ich das in eine reelle Arbeitszeit für einen Handwerksberuf umsetze, dann müsste ich 120 Euro für einen Schal nehmen. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu erzielen, der Preis. Nicht? Von daher braucht man als Weberin heutzutage einen guten Sponsor.